Nach der Installation von Boardmaker Version 7 erscheint zunächst die Auswahl für die entsprechende Sprache. Ich wähle hier Deutsch aus, gehe dann auf OK. Nun erscheint das Fenster Erste Schritte und ich habe hier die Möglichkeit, mich einzuloggen, einen Aktivierungsschlüssel einzugeben oder die kostenlose Testversion zu starten. Ich zeige nun die Vorgehensweise, wenn man einen entsprechenden Boardmaker 7 Lizenzschlüssel erworben hat, indem ich auf Aktivierungsschlüssel eingeben gehe. Hier nun in das Feld bei Aktivierungsschlüssel hier einfügen, meinen Aktivierungsschlüssel entsprechend von der Lizenzkarte nehme und eintrage und dann mit verbundenem Internet einfach auf Aktivierungsschlüssel eingeben, tippe. Es wird nun angezeigt, dass der Aktivierungsschlüssel angenommen wurde. Ich die Möglichkeit hätte, mir ein kostenloses Konto bei MyBoardmaker noch anzulegen und mich darin einzuloggen. Dies ist aber nicht notwendig. Ich kann auch ohne diese Angabe nun einfach auf Überspringen und Boardmaker öffnen gehen und Boardmaker 7 ganz normal nutzen.